Liebe Freunde, liebe Zuschauer, heute ist Tag 14 meiner Quarantäne. Ich muss aber noch eine Weile warten. Es dauert noch ein paar Tage, bis ich die Testergebnisse zugesandt bekomme. Ich bin ein Teil der Erstinfizierten, die noch ein negatives Testergebnis brauchen. Es ist also sozusagen nicht, wie der eine oder andere in Twitter oder Facebook fragte, ein politisches Privileg. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe heute zum Teil erschütternde Mails von Menschen erhalten, die um ihren Job fürchten oder eine ältere, alleinstehende Frau sorgte sich, dass sie ihren Hund abgeben muss, weil sie dachte, der bringt die Viren mit ins Haus. Natürlich habe ich, wo ich konnte, ein Stück Hilfe und Beratung gegeben. Ich bin ja kein Mediziner, ich bin kein Psychotherapeut, aber ich kann mit dem gesunden Menschenverstand das eine oder andere adressieren. Wo ich kann, beruhige ich Menschen, aber es ist schon verrückt, was eine solche Pandemie an Ängsten auslöst. Jetzt gibt es gerade einige, oder sogar relativ viele, die sagen, wann ist endlich Ende mit dieser Quarantäne? Wann werden die harten Restriktionen gelockert? Liebe Freunde, ich kann euch nur bitten, Geduld. Ich habe selbst vor fast 20 Jahren erlebt, wie bei der SARS-Epidemie die kanadische Regierung zu früh die Restriktionen lockerte und eine zweite Infektionswelle damit verursachte. Es gibt noch einen zweiten Zahn, den ich ziehen muss. Die steigenden Temperaturen werden die Ausbreitung des Virus nicht hemmen. Wir haben ja alle geglaubt, im Sommer wird es besser. Nein, Forschungen zeigen jetzt, dass das nicht der Fall ist. Also, ich kann Sie nur ermuntern, Disziplin zu halten, Geduld zu üben, bis in die Zeit nach Ostern. Dann muss neu gedacht werden. Dann muss, wie ich gestern gesagt habe, müssen über neue Szenarien des Einstiegs in Wirtschaftsdynamik und des Ausstiegs aus sozialer Isolation nachgedacht werden. Bis dahin bin ich fest davon überzeugt, gemeinsam stehen wir das durch. Guten Abend.